Mit oder ohne Plektrum? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Und wie so oft gibt es da kein richtig oder falsch. Ich bin jemand, der früher nur mit Plektrum gespielt hat, aber mittlerweile immer mehr dazu übergeht, mit den Fingern zu spielen. Und aus der Perspektive möchte ich dir heute meine Tipps zur Schlagtechnik mit den Fingern zeigen. Und ich möchte dir zeigen, welche Vorteile diese Technik gegenüber dem Plektrum hat. Und zum Schluss zeige ich dir dann noch eine total schöne Akkordbegleitung mit Bassläufen, die sich mit der Technik perfekt spielen lässt. Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich mich überhaupt nicht gegen das Spielen mit Plektrum ausspreche. Ich spiele nach wie vor manche Dinge mit Plektrum und es gibt auch Sachen, da lässt sich das Plektrum einfach nicht wirklich ersetzen. Zumindest für mich. Aber in den letzten Monaten oder auch Jahren macht es mir immer mehr Spaß, mit den Fingern zu spielen. Oft ist es so, dass man sich schnell mal die Gitarre zwischendurch schnappt und hat vielleicht kein Plektrum zur Hand. So war das bei mir auch und dann spielt man halt einfach gezwungenermaßen mit den Fingern. Und so hat sich bei mir mit der Zeit eine Technik entwickelt, die mittlerweile echt richtig viel Spaß macht. Ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die mit dem Plektrum einfach irgendwie nicht klarkommen und die dann fragen, hey, ist das auch okay, wenn ich einfach nur mit den Fingern spiele? Und klar ist es okay. Es gibt kein richtig oder falsch und ich möchte jetzt einfach mal meine Herangehensweise an Schlagrhythmen ohne Plektrum zeigen. Wenn ich ein einfaches Standardschlagmuster spielen will, dann mache ich das folgendermaßen. Ich nehme meinen Zeigemittel- und Ringfinger, habe die so leicht zusammen und mache mit denen meinen Abschlag. Ich kann gar nicht sagen, welcher Finger mehr oder weniger dran ist. Ich sehe diese drei Finger als ein Teil quasi. Das lasse ich locker hier reinfallen. Und für die Aufschläge nehme ich den Daumen, und zwar hier so diesen seitlichen Teil am Nagel und mache einen Aufschlag. Ich greife hier übrigens A-Moll gerade. Der Daumen ist relativ locker und zieht so ein bisschen mit drauf. Und so ein Standardschlagmuster wäre jetzt zum Beispiel folgendes. Wir haben 1, 2 und dann bei der 3 zum Luftschlag, dann auf die 3 und wieder nach oben, ab, auf. 1, 2 und 3 und 4 und. Dann C zum Beispiel. Und D. Mir persönlich klingt es aber auf Dauer ein bisschen zu sehr nach Schlagmuster oder nach Lagerfeuerrhythmus. Und da gehe ich oft her und spiele dann noch Basstöne dazu. Und ich finde es jetzt hier einen guten Anfang, wenn man einfach mal die Zählzeit 1 nimmt und auf die 1 eben nicht diesen Abschlag macht, sondern mit dem Daumen den Basston anzupft. Eins, zwei und drei und vier und. Der Rest bleibt gleich und das spiele ich jetzt mal mit der Akkordfolge. Richtig cool. Und was man da zum Beispiel jetzt auch machen kann und was ich gerne mache, wenn ich noch mehr so Basstöne reinbaue, ist den Aufschlag nicht mehr mit dem Daumen machen, weil sich der Daumen jetzt um die Bässe kümmert, sondern den Aufschlag mit denselben drei Fingern, wo wir den Abschlag machen, so leicht nach oben ziehen. Manche machen das auch nur mit einem Finger, kann man auch mit den drei Fingern machen, muss man einfach mal schauen. Aber dadurch klingen die Aufschläge auch ein bisschen weicher, weil es eben nicht mehr über den Fingernagel passiert, sondern weil es über die Haut passiert. Ich mache das mal. Hat auch einen sehr coolen Sound und dadurch sind dann automatisch die 2 und die 4, also die Zählzeit 2 und 4 betont, weil das die einzigen Abschläge dann sind, hier haben wir auf die 1 haben wir nur den Daumen, dann haben wir auf die 2 und die 4 die einzigen Abschläge, wo wir wirklich mit den drei Fingern spielen. Und das kriegt dadurch so ein bisschen mehr
Bedeutung und eine Betonung. Und das ist genau da, wo beim Schlagzeug oft die Snare Drum spielen wird. Genau, bumm, zack, dumm, zack, bumm, zack, dumm, zack. Das klingt richtig cool. Und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen, um das so richtig zum Grooven zu bringen. Und zwar auch nochmal auf die 3 nur den Basston zu spielen. Ich mache das mal beim A-Moll-Akkord langsam vor. Wir haben 1, 2 und 3 und 4 und. Und wenn ich das ein bisschen schneller mache. Groovt es richtig gut. Wer will, sogar mit Wechselbass. Das heißt auf 1 den Grundton vom Akkord und auf die Zählzeit 3 den Wechselbasston, die Quinte. Das ist richtig schön groovig und ich finde, das klingt auf der Akustikgitarre richtig cool. Übrigens startet im September mein Workshop Rhythm and Groove zum zweiten Mal. Da geht es genau um solche Themen und natürlich noch viel, viel mehr. Wenn das für dich interessant klingt, dann kannst du dich ganz unverbindlich mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Das Coole bei der Technik und auch ein großer Vorteil ist, dass man super zwischen Schlagrhythmus und Zupfen hin und her wechseln kann, ohne dass man das Problem hat, das Plektrum irgendwo in der Hand verstecken zu müssen oder vielleicht irgendwo abzulegen und dann danach schnell wieder zu nehmen. Da kann man super übergangslos hin und her switchen. Und was in manchen Fällen auch richtig cool sein kann, ist, wenn man einfach nur mit dem Daumen die Akkorde spielt. Es klingt halt sehr, sehr weich, aber hat was. Es gibt kein richtig oder falsch. War ganz am Anfang, als die Künstlerin Pink bekannt worden ist, mal auf einem Konzert und da haben die den Song Dear Mr. President gespielt. Da hat Pink selber auch mitgespielt und die hat den ganzen Song lang nur mit dem Daumen die Akustikgitarre gespielt. Fand ich ganz interessant, war aber klanglich ein cooler Ausgleich zur zweiten Gitarre, die natürlich dieses Picking-Pattern, das da drin ist, gespielt hat. Und die Mischung hat es echt ausgemacht, war richtig cool. Was aber meiner Meinung nach bei der Technik richtig cool ist, ist, wenn man in die Akkordbegleitung Bassläufe mit einbaut. Das kann man auf eine groovige Art machen und durch das, dass der Daumen dann nur für die Bässe zuständig ist, hat das einen ganz speziellen Sound. Ich spiele das kurz mal vor und dann erkläre ich was dazu. 1, 2, 3, 4. Ewig so weiterspielen. Okay, also ich habe jetzt hier einen G-Akkord,
Dann danach hatte ich ein G mit B im Bass, das heißt, ich nehme einfach nur den Mittelfinger weg und sehe dann quasi den Ton hier als Basston. Und dann ein C add 9. Und dann spiele ich auf 1 den Basston G, dann den Akkord ab auf. Und dasselbe mache ich jetzt hier mit dem Basston B. Die zwei Finger bleiben gleich, aber ich mache vorher noch einen Hammer an. Also ich spiele die leere Seite an und hämmer dann den Zeigefinger auf. Und jetzt greife ich dieses C add 9. Und dann nehme ich den Zeigefinger weg, spiele die leere Seite und mache einen Hammer an den zweiten Bund und nehme den wieder weg. Spiele die leere Seite. Das ist das, ich sage jetzt mal, Hauptriff. Und dann habe ich noch so eine absteigende Bassmelodie gespielt. Es ist losgegangen mit einem C-Akkord. Ich spiele den Basston und dann Akkord Abschlag und Aufschlag. Und jetzt spiele ich B als Basston und nehme den Ringfinger einfach weg. Das ist dann so eine Art G mit B, G sus 4 mit G im Bass. Dann nehme ich den weg. Dann habe ich so eine Art A-Moll 7. Und dann nehme ich den Ringfinger hier aufs G. Dann haben wir diesen Basslauf. Und jetzt habe ich dann D mit Fis im Bass gespielt. Hier den Basston Fis. Auf dem Fis ändert die Bassmelodie erstmal. Dasselbe wieder, bloß dass nach dem G jetzt nicht D mit Fis im Bass kommt, sondern ein normales D, auch mit D im Bass. Und so kann man Akkorde eben schön umspielen und die Bässe ein bisschen rausheben. Und ja, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, man kann natürlich auch noch kompliziertere und andere Bassmelodien mit einbauen. Ich finde persönlich, das klingt total cool, wenn man Akkordfolgen mit kleinen Bassmelodien oder Bassläufen aufwertet. 1, 2, 3, 4. Mehr solche Bassläufe und Übergänge gibt es in diesem Video. Und nächste Woche zeige ich dann oder lernen wir dann zusammen ein sehr bekanntes Seemannslied, und zwar die Akkorde und die Melodie gleichzeitig. So viel schon mal vorab, das macht richtig süchtig und total viel Spaß.